Hallo zusammen, here we go again. Ich versuche mal wieder die beste Scrabble Engine der Welt zu besiegen, die bisher einen Punkteschnitt von annähernd 500 gegen mich spielt. Das ist nicht unbedingt normal. Da ist hoffentlich auch ein bisschen Buchstabenglück dabei. Ich habe auch durchaus den Eindruck, die Engine kriegt ein bisschen mehr Blankos bisher, aber es ist schon ein bisschen beängstigend. Und ich bin bisher unter meinem Turnierschnitt, obwohl ich gut spiele, kann an Defensive von der Engine liegen, kann an Buchstabenpech liegen. Werden wir mit der längeren Zeit noch sehen. Jetzt habe ich die Startbank hier, die mir nicht besonders gut gefällt. Inux könnte ich legen, LU ist aber auch nicht viel wert. Und einen sonstigen guten Zug sehe ich bisher nicht. Ich sehe vor allem keinen, der das K hier hinbekommt. Also sowas hier, das ist eine Schauspielerin, aber kein gültiges Wort. Und ja, sehe ich keine gute andere Möglichkeit. Es gibt das Wort Klusil, da muss ich dran denken, aber das passt nicht ganz. Ich habe nur ein L. Ja, da ist die Frage, soll ich jetzt Inux überhaupt spielen oder soll ich LUU tauschen und IKNS behalten, was ganz schön gut ist. Ich würde gerne Englisch spielen hier und Ulu legen, das ist ein Wort, das die haben. Das würde uns auch gut gefallen. Nur UL passt nicht, weil I und U zusammen zu schlecht sind. Ja, vielleicht ist Inux das Beste. Denn ja, wie viel bringt mir Tauschen? INS, INKS, INLS als Restbank würde ich jeweils nur mit plus 6 oder 7 bewerten oder so. Und ich glaube nicht, dass es die 16 Punkte hier wettmacht, auch 18 Punkte, auch nicht am Anfang des Spiels. Aber es ist schon eine schwierige Entscheidung, oder? Ui? Aber das U will ich eigentlich auch nicht behalten. Ulk hat dasselbe Problem. Unis, hat das irgendeinen Wert? Ist das defensiver? Ich glaube nicht. Inux ist mein Zug. Oder das S behalten und mir die Verlängerung vorlegen. Für 14 Punkte, ja, das gefällt mir eigentlich noch besser. Ich mache nicht direkt die doppelten Wortwörter auf. Ich mache sie für mich auf, weil ich ein S habe. Das S passt auch gut zu den Restbuchstaben dazu. Ich lege es so. Interessanter Startzug, den schauen wir uns später an. Ich ziehe ganz gut nach. Das Ö, das jetzt noch keinen so ganz guten Platz hat, weil ich. Doch, ich komme so dahin mit Löss immerhin. 32. Buchse für 40. Ich habe das X vorgelegt. Wie man es macht, macht man es verkehrt. Aber gibt mir die Stelle für das Ö, mit dem ich so mein S vorlege, aber auch zu viele andere Buchstaben. E, T. Das ist zu riskant. Ich könnte jetzt aber natürlich diese Stelle hier so nutzen. Wie kriege ich jetzt hier die möglichst gute Restbank raus? Soll ich vielleicht das Ö noch behalten? Oh, guck mal, ein Setup. Ein Setup. Nö oder Tö könnte da gleich hinkommen. Und GÖS passt eigentlich gut zusammen. Ist Ulks überhaupt gültig? Ich glaube schon. Ich muss mal wieder die Vierer durchgehen. Und von daher denke ich, werde ich das so legen. Habe ich noch irgendeine andere bessere Option? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich sollte hier das Ö behalten. Ja, das lege ich so. Und ich ziehe das N nach dafür. Das ist halt auch relativ wahrscheinlich, in N oder T nachzuziehen bei vier Buchstaben. Das kann schon mal klappen. Und es bleibt sogar frei. Aber ich muss kurz schauen. Nicht, dass ich hier ein Bingo übersehe oder so. Birk ist schon auch attraktiv, aber es sind zu wenig Punkte im Vergleich, da lege ich das Setup. Nö, 53 und ich bin erstmal minimal vorne, ziehe aber doppelte Buchstaben nach, G und S. Die kann ich nicht so gut gebrauchen. Wie werde ich die gleich los? Gene und Wiefe. Segge ist auch ein gültiges Wort. Hesse passt hierhin für vielleicht die meisten Punkte, aber GG als Restbank. Die Engine legt und für 19, das ist nicht verlängerbar und ich neige so langsam zum Tauschen. Ah, ich habe auch das G für Gnu. Vielleicht macht man das viel besser, wird die Restbank beim Tauschen auch nicht. Aber G und H sind so Buchstaben, die sich sehr beißen. Ich hätte gerne das freie Y hier für Hügge, aber es ist nun mal nicht frei. Und so behalte ich die alle drei. Das ergibt keinen Sinn. Das hier würde auch gehen. E, G, H, S. Oder so möglichst viele Punkte, aber ich will die eigentlich nicht alle behalten. Ah ja, was ist eigentlich mit Egg?
Nee, bringt es auch eher nicht mit 10 Punkten. Und tja, Heg oder tauschen? 11 Punkte oder tauschen. Aber wenn ich tausche, behalte ich EEHS, würde ich sagen. Ja, ist vielleicht besser. Wieder eine schwierige Entscheidung hier. Und was sagt mein Bauchgefühl dazu? Mein Bauchgefühl sagt eher tauschen. Das ist einfach alles nicht besonders inspirierend hier. Und ich tausche. Ich mache damit auch keine neuen Stellen auf. Ich behalte eher das H als das G, so tendenziell. Auch wegen der Cs, da ist das eine gute Absicherung. H hat auch gute Synergie mit vielen Buchstaben, passt gut zu vielen. Und ich ziehe direkt den Bingo. Kaum sage ich es. Jetzt ist die Frage, ob ich auch eine Stelle dafür bekomme. Noch habe ich keine Stelle dafür. Der schöne Bingo ist der Seehase. Und wie gesagt, noch ist er nicht spielbar und er ist auch weiterhin nicht spielbar. Das gibt mir keine Stelle dafür. Fixer, sehr schön, die Verlängerung. Und ich liege erstmal hinten und habe keine Stelle für mein Bingo. Das hasse ich immer, wie wahrscheinlich auch viele von euch. Vor allem, weil der Seehase auch nicht ganz hier oben hinpasst. Das Brett bräuchte eine Stelle mehr da oben. Ich kann hier etwas hinlegen. Aber sind nicht viele Punkte. Ich habe weiterhin die Stelle für Wiefe, aber jetzt keinen Zug, den ich da erkennen kann. Und ich habe natürlich weiterhin die Stelle hier. Und wahrscheinlich ist auf diese Weise zu sparen meine beste Option. Schade, dass der Seehase tatsächlich einfach nirgendwo hingeht. Und an der Stelle gegen die Engine könnte ich jetzt tatsächlich passen. Weil die Engine dann nicht kapiert, dass ich einen Bingo auf der Bank spare und mir vielleicht trotzdem eine Stelle hinlegt. Das kriegt diese Engine noch nicht hin, aber das finde ich ein bisschen schäbig. Das funktioniert im normalen Spiel nicht, da mache ich das hier auch nicht. Und es ist auch dann riskant. Es ist nicht so klar, dass die Engine mir eine Stelle für Seehase gibt im nächsten Zug. Von daher lege ich Ase und vielleicht kriegen wir gleich wieder Hase und dann wieder die Phase. Wer weiß, wie in Spiel 2. Aber ich ziehe erstmal einige weitere Es, zwei weitere und QIS als Parallelzug dort. Da kann ich jetzt dann immerhin, nee, ich kann da nicht dran. Nusse ist kein gültiges Wort. Da muss man kurz die Grammatik im Kopf behalten. Und jetzt ist es aber mal sowas von verbaut. Und ich habe zwar gute Buchstaben, aber wie spare ich die jetzt gut? So, Hulk ist gültig. Ja. Und dann hier ganz stark aufmachen. Bisschen komisch, dass ich an diese Stelle nicht gut hinkomme. Ich finde kein Wort, das hier auf Ene endet. Und das wäre eigentlich dann eine ganz gute Option. Denn, also, wo gehe ich sonst jetzt überhaupt hin? Das ist so gar nicht zu erkennen, wo ich hier anlegen kann. Und das ist gegen Makondo auch tatsächlich ziemlich schwer. Diese Engine blockiert richtig gut. Das merke ich jetzt schon öfter mal. Ich kann nirgendwo hinlegen. Muss ich hier tauschen? 2E tauschen ist durchaus eine Option in so einer Situation. Oder eins weglegen hier. Gerade hatten wir das Egg, jetzt haben wir das Ei. Aber ja, mir gefällt hier sonst kein Zug eigentlich gut genug. Vor allem, weil es quasi keine Züge gibt. Also das ist echt verflixt. Wo kann ich hier hinlegen? Das will ich so eigentlich nicht machen mit 4E auf der Restbank. Ich denke, das ist mein teuerster Zug hier für 14 Punkte. Heiligen bringt es dann auch nicht. Ist Selene ein gültiges Wort? Ich glaube nicht. Das wird sich lohnen für 20, aber es ist nicht gültig, ja. Und ja, keine gute Option. Da tausche ich. Also 2E weg und hoffen, dass gleich die Stelle entsteht für den Bingo, den ich ziehen könnte. Und den ziehe ich auch. Lehnist oder stehlen. Ja, blockiert die Engine jetzt weiter. Also das erkennt sie dann sicherlich korrekt, dass dieses Spielbrett sehr blockiert ist und Züge, die öffnen, oft nicht gut funktionieren. Dass ich jetzt gute Buchstaben habe nach meinem Tausch, weiß sie nicht. Und sie gibt mir die Stelle mit R. Das ist schön. Das ist ein ziemlich blockierender Zug weiterhin. Da muss die Engine das Pech haben, dass ich das S habe. Aber das habe ich natürlich auch. Tippen kann ich weiterhin nicht. Das ändert sich wohl nicht mehr. Und damit lege ich Stehlen hier hin für 85 und bin kurz vorne, aber wir werden mal sehen, wie lange das in diesem Spiel andauert.
Akzeptable Bank für mich im nächsten Zug. Das S für Stehlens. Das Z gefällt mir nicht. Aber vielleicht kann ich irgendwo Zug legen. Weiterhin sind die Stellen eher rar. Ich habe jetzt das O und das A für Oha und Aha. Könnte Bog legen oder so. Aber was mache ich mit dem Z? Das möchte ich immer möglichst schnell loswerden. Ach, Zages. Zag ist auch als Adjektiv gültig. Das wird der beste Zug sein, wenn er frei bleibt. Oh, die Engine tauscht. Das ist schön für mich. Sechs Buchstaben muss ganz schlimm gezogen haben nach wir und da auch schon relativ schlechte Buchstaben behalten haben. Aber für 24 Punkte wird sie das noch genommen haben. Man muss auch überlegen, ob ich mit V irgendwas B anfangen kann und dann hier mit dem A weitermache. Aber da fällt mir nichts ein. Da gibt es, glaube ich, keine Möglichkeit. Zages sieht gut aus. Blockiert auch schön. Mehr oder weniger jedenfalls. Und wenn jetzt ein Bingo kommt, kommt er wohl durch das G und macht dann wieder schön für mich auf. Zieh wieder okay nach. Phonem darf man mit F schreiben, so hässlich es auch aussieht. Das wäre eine Option, wenn es eine Stelle dafür gibt. Die sind nämlich weiterhin rar. Ich mache jetzt hier natürlich auch nicht groß auf. Fango oder auch Mango wäre eine andere Option. Das öffnet dann schon, aber man kommt halt nicht immer drum rum. Bog möchte ich eigentlich nicht machen. FMN passen zu schlecht zusammen. Bogen dasselbe Problem. F und M. Run, das macht natürlich weiterhin nicht auf. Wie kann ich da parallel spielen mit EM? Also habe ich die Stelle für Phonem. So kommt man auch zu solchen Zügen. Direkt schauen, wie kann man parallel spielen. Und das könnte jetzt mein bester Zug sein. Das O dort ist ein bisschen gefährlich für das J zum Beispiel. Oder das P, vielleicht auch für das Y, Yoga oder so, wären schnell mal 75 Punkte. Also sollte ich nochmal kurz schauen, ob ich auch woanders spielen kann. Run lässt sich mit einem E verlängern, Rune. Aber ob Genom jetzt so viel besser ist an der Stelle, bezweifle ich. Ich kann auch sparen und nur hier Go legen und es weiterhin der Engine überlassen, das Spielbrett zu öffnen. Aber ich denke, Phonem ist das Risiko schon wert. Ich kann ja auch für den nächsten Zug die passenden Sachen spielen und ich blockiere die Bingo-Stelle. Mit Run hat die Engine vermutlich jetzt keine Hochkaräter behalten, sondern eher Bingo-Buchstaben. Also muss ich schon Pech haben, damit jetzt dort Yoga zurückkomme. Wow, was für ein Bingo von der Engine. Fünf Overlaps, das ist im Deutschen richtig selten. Wunderschön. Der Neuriese, einer der häufigsten Bingos, den könnt ihr euch merken. Das ist ein Papiermaß, Neuries. Und Neuriese ist dann der ganz komische Dativ davon. Aber seht ihr mein Bingo? Ich habe einen wunderschönen auch mit dem, ja, mit dem Blanko, den ich jetzt nachgezogen habe. Vielleicht gibt es auch mehrere, aber ich sehe erstmal nur einen. Die Stellen sind ja überschaubar und damit kann man es relativ schnell lösen, wo man hin muss, jedenfalls. Man muss hier hin mit FA und dann gibt es auch nicht so viele Möglichkeiten und da gibt es ein wunderschönes Wort, das ihr wahrscheinlich alle kennt. Ich denke, es ist das einzige. Phlegma für 93. Das öffnet die dreifachen Wortwerte, aber es wird nicht anders gegangen sein. Und oh, und ich ziehe so schön nach. Jupe, Journée de la Jupe. So merke ich mir dieses Wort. Also nach einer Weile kennt man das natürlich einfach, aber Journée de la Jupe war ein Theaterstück, in dem ich mitgespielt habe, beziehungsweise der Originaltitel davon. Auf Deutsch hieß es dann Verrücktes Blut. Schöne Grüße an alle, die eventuell zuschauen, die da mit dabei waren. Journée de la Jupe, der heute trage ich Rock auf Deutsch, also der Tag des Rockes, also das ist ein Film Journée de la Jupe und auf Deutsch hieß der dann Heute trage ich Rock und die Theateradaption davon hieß Verrücktes Blut, aber ich schweife ab, ich sollte diesen Zug schnell legen und hier keine Zeit verschwenden. Und ich führe mit 90 Punkten. Und zieh richtig interessant nach. 4E, 2T und ein Blanko. Gibt es damit ein Bingo? Ich habe jetzt das E hier, die Stelle. Wegen das T hier, das vielleicht auch gegangen wäre, blockiert wird mit Aeon für 36. Neuriese endete vor dem dreifachen Wortwert, aber da konnte ich jetzt nicht hin mit meinen Buchstaben. Habe ich hier ein Bingo? Gibt es da irgendwas? Geteerte oder so, oder habe ich einen zu dem
L oder auch muss man auch schauen, hier vielleicht darf man nicht übersehen die Stelle mit Wiefe. Und das ist jetzt auch eine Situation, bei der es wichtig ist, den Bingo zu suchen. Denn wenn es den nicht gibt, was mache ich dann? Dann lege ich Jette oder so für 20. Gut, dann stehe ich eigentlich immer noch gut da. Ist auch okay, ist wahrscheinlich kein so großes Problem. Teeernte ist ein Wort, das hier möglich sein könnte. Es gibt halt auch nicht so viele mit vier Es, das heißt, die kann ich jetzt relativ schnell überblicken. Es können dann fast nur Verbformen auf sowas sein. Also Etepetete oder so, das passt nicht ganz. Das sind neun Buchstaben, ja. Und da müssten zwei frei liegen. Häufig gibt es dann auch Optionen mit See. Wir haben ja vorhin schon den Seehasen gehabt, aber da ergibt sich hier nichts. Und ich bin ziemlich sicher, dass ich keinen Bingo habe. Wir werden es später sehen in der Analyse. Und ich lege Jette, behalte den Blanko, habe die Chance auf Bingos dahin, aber mit diesen Buchstaben eher nicht. Die sind aber wahrscheinlich trotzdem nicht schlecht. Schnell das Brett scannen für Y stellen, ah, nicht so sehr erkennbar. Hey gibt es hier. Dann gebe ich allerdings das H weg, das für das C sehr nützlich ist. Und Etyl hier funktioniert nicht ganz. Was macht die Engine? Mit 70 Punkten Rückstand. Tydre und Ulx, 20 Punkte, bleibt 50 hinten. Lässt es noch drauf ankommen und braucht wahrscheinlich dann gleich einen Bingo zu dem E oder T, die ich jetzt geöffnet habe. Da ist also jetzt die Frage, ob ich die irgendwie effektiv blockieren kann, aber zumindest mit dem Y sehe ich da keine gute Option. Tüche ist ein schönes Wort, Tyche, passt aber nicht ganz hin hier. Und da gebe ich jetzt nicht den Blanko für aus, das ist Quatsch. Das öffnet auch neue Stellen. Tja, ist es hey vielleicht wert für 34? Baue ich meinen Vorsprung aus und stehe weiterhin gut da? Oder soll ich so machen? 21, das ist besser. Dann habe ich gute Chancen auf den Bingo gleich und wenn ich ihn nicht erwische, habe ich weiterhin gute Buchstaben, mit denen ich arbeiten kann. Ups, sorry. Ja, ich denke, das ist der Zug 21. Jetzt brauche ich ein bisschen Glück, dass da kein Bingo hingelegt wird. Das ist aber schon nicht unwahrscheinlich. Aber es ist nur noch ein E im Beutel, also nicht so wahrscheinlich, dass Macondo hier ein E hat. 50-50 tatsächlich. Oder eigentlich besser als 50-50. Also, es sind noch 14 Buchstaben da, die Engine hat 7 davon, aber es ist natürlich immer wahrscheinlicher als Zufall, dass sie ein E gespart hat. Also es ist schon über 50%, dass sie hier ein E hat. Aber meine Chancen sehen nicht so schlecht aus. Ich erkenne bisher noch gar keinen Bingo, den ich hätte, was unwahrscheinlich wirkt. Oh, nur das R weg, die Engine fischt. Kann ich das jetzt gut blockieren? Oder hab ich hier tatsächlich kein Bingo? Das wirkt ein bisschen unwahrscheinlich zu diesem E und T hin, aber GD beißen sich ganz schön. Gedachte passt dann nicht ganz. Gedeucht. Das ist wieder so eine etwas unklare Form, da wäre ich im Turnier nicht ganz sicher, aber es geht. Okay, und jetzt haben wir ein Endspiel. Ich bin 128 vorne, da kann eigentlich. Selbst wenn der Bingo kommt und der scheint nicht zu kommen, sonst würde er sofort gelegt werden, kann ich das eigentlich nicht mehr verlieren. Also wir sehen die Buchstaben der Engine rechts, A, B, E, I, M, R, T. Ich sehe damit mit den vorhandenen Buchstaben kein Bingo und mit den Stellen und der scheint auch nicht zu kommen. Also gibt ja nicht viele Möglichkeiten, gibt eigentlich nur das G oder hier irgendwie eben mit E, N, E und Wiefe. Und den sehe ich zumindest nicht. Also kann ich das hier entspannt angehen und gewinne tatsächlich mal wieder gegen die Engine und kann gleich Core spielen. Das sieht gut aus. 24 Punkte. Ja, auch wenn es jetzt kein Bingo gibt, rechnet die Engine das optimale Endspiel aus. Rieb, ja, das ist nicht überraschend, da auf den dreifachen Wortwert. Und da ich keine besseren Stellen sehe als Core und damit auch keinen Schlusszug zurückgebe, also die Engine hat Mater dann als Schlusszug, aber ich glaube nicht, dass ich das und Mate mit Ego, aber muss ich das noch blockieren?
Ich glaube nicht. Eigentlich geht es mir hier auch nicht unbedingt um Differenz, und Chor sieht sowieso wie der beste Zug aus. Chor und jetzt sicherlich Mate und Ego, oder? Ja, genau. Und 522 zu 418. Ich glaube, das ist mein erstes, pardon, mein erstes 500er-Spiel gegen die Engine. Ich gucke es kurz nach. Ich habe die Ergebnisliste. Nee, ich hatte schon eins mit 509. Aber mein Highscore bisher gegen die Engine, 522. Sie ist aber wieder selbst über 400. Das habe ich noch nicht geschafft, die Engine unter 400 zu halten, glaube ich. Aber wie immer gehen wir noch in die Analyse. Vielleicht wären ja noch Dinge besser gegangen. Ich habe ja an einigen Stellen durchaus schwierige Entscheidungen gehabt. Gut, schauen wir mal. Schon der Startzug war interessant. Coolies. Ach Mensch, ich hatte schon so ein doofes Gefühl. Boah. Boah, wie dumm. Coolies, natürlich. Ich komme auf den doppelten Wortwert. Also, was man manchmal übersieht im Scrabble, unglaublich. Wir gucken mal noch, wenn man Tauschzüge dazu nimmt, wie das abschneidet. Coolies ist natürlich besser als Inuk, würde ich vermuten. Tauschen landet erstmal ganz oben. Wir gucken mal, wie es nach etwa 100 Iterationen aussieht. 105. Ulkus. Oh, daran habe ich auch nicht gedacht. Das ist auch ein schönes Wort. Kenne ich natürlich im Prinzip auch. Wow, da stand ich aber ganz schön auf dem Schlauch bei dem Startzug. Ich hatte auch schon kein gutes Gefühl, aber naja, wenn ich hier Quatsch erzähle und Dinge übersehe, dann bleiben die halt logischerweise auch drin. Haben wir jetzt hier so, aber ich habe nur 3% Punkte verloren, weil das S vorzulegen schon auch Vorteile hat. Okay, also nicht so schlimm. Dann hier Göss. Ja, ist jetzt interessant. Ist das Setup besser? Göss und KLU Restbank. Aber eigentlich müsste das Setup sich durchsetzen, weil das schon so Vorteile hat. Ja, knapp hinten dran. Aber 1%Punkt, okay. Ich finde den Zug okay. 1%Punkt verlieren, wisst ihr, wenn ihr hier zuschaut, da denke ich dann nicht groß drüber nach. Das wird einfach vorkommen. Und hier, nö, ja, brauchen wir, glaube ich, nicht zu simulieren mit 20 Punkten Vorsprung. Ganz schlimme Bank hier beim Bot. DDHINQQ. Und was? Und? Und DHINQ behalten. Statt zu tauschen, okay. Das. Oder statt QI zu legen für 31? Mit dem I dort? Hä? Hä? Das schneidet am besten ab. Okay. Das soll mir mal jemand erklären, der mehr von Scrabble versteht als ich. Würde Nigel das auch legen? Und für 19 mit dem Q in der Hinterhand für die Q-Stelle oder so? Oder wahrscheinlich, um meine Bingo-Stellen zu blockieren mit Net oder Nee oder so, denn das ist eigentlich die einzige Bingo-Stelle gerade. Und blockiert das. Wow, ist das so defensiv? Das können wir uns tatsächlich hier mal kurz anschauen mit Sim Details. Und wir sehen, wenn man und spielt, dann mache ich, also das ist jetzt, sorry. Das ist jetzt mein Zug. Das ist jetzt mein Zug, den wir hier sehen. Dann mache ich im Schnitt nur 28 Punkte. Das ist dieser Wert hier. Und ich mache nur in 2% einen Bingo. Und wenn man erst einfach das Q legt, mache ich im Schnitt 8 Punkte mehr und habe in 14% einen Bingo. Und dasselbe, wenn man tauscht. Das heißt, das ist ein Defensivzug und das ist einer, den ich. Das hätte ich nie gelegt. Da würde ich QI legen. Aber so lernen wir hier was davon. Super interessant. Ja, ob Nigel sowas auch spielt. Ich hoffe, wir kriegen irgendwann eine Antwort auf die Frage, weil er in einem deutschen Turnier spielt. Und den Zug fand ich hier schwierig. Da brauchen wir auch mehr Züge, weil wir Tauschzüge mit berücksichtigen wollen. Und mein Tauschzug schneidet nicht so gut ab. Ja, das scheint falsch zu sein. Schade. Und He für 28. So einen tollen Zug habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Wo ist 10F, He und Fixe. Doch, den habe ich mir angeschaut, aber der kam mir nicht gut genug vor. Okay, man nimmt die Punkte auch, weil es ein blockiertes Brett ist. Das sieht man schon manchmal in der Computeranalyse. Wenn es so blockiert ist, dann dürfen einem die schlechten Restkombinationen nicht so sehr Gedanken machen. Aber da habe ich immer Hemmungen und ich tausche da vielleicht manchmal ein bisschen zu oft. Okay, weiterhin das Q gespart von Macondo und H gelegt stattdessen und Fixer. Und der Seehase, klar, geht nirgendwo hin. Ase, denke ich, ist da okay.
Hase ist ganz ähnlich. Und dann hatte ich hier, was habe ich hier gemacht? Ah ja, getauscht, genau, weil ich überhaupt nichts Gutes gesehen habe. Haie ist, glaube ich, zu offensiv an der Stelle. Das wird ja als Topzug angezeigt. Ja, liegt aber auch mit da oben. Naja, aber das berücksichtigt jetzt nicht den Zug der Engine im Zug davor. Und ich glaube, mit der Information ist Tauschen dann schon besser. Dann wir und DFNT Restbank und Stehlen. Oh, der einzige Bingo sogar an der Stelle. Klar, es gibt nur die Stelle. Und dann kamen Vokale dazu bei der Engine. Zages sieht hier gut aus. Und dann wurde Run gelegt mit EIRS Restbank und deshalb war dann Phonem, denke ich, auch okay. Fegen und Rune ist der teuerste Zug. Und okay, das ist alles gleich auf bei 73%, 72, 71. Also Phonem ist okay. Und wiederum mit der Inferenz, dass die Engine wahrscheinlich eher billige Buchstaben hat und keine Hochkaräter, könnte er dann wieder der beste Zug sein. Das ist ein tolles Rätsel hier. Neuriese, der einzige Bingo mit den 5 Overlaps. Wunderschön. Und dann hier Phlegma, auch der einzige. Jawohl. Sehr schön. Aber auch da sind halt die Stellen begrenzt. Da ist es dann nicht so überraschend. Und dann hatte ich hier Jüp, auch das klare Sache. Zwei Umlaute bei der Engine. Aeon wird weggelegt, das Ü. Das sehr oft bei der Engine landet. Das hatte sie jetzt in sehr vielen Spielen. Und hier hatte ich kein Bingo. Okay. Und Jette war vielleicht ein bisschen riskant, weil es Bingo-Stellen aufmacht bei dem Spielstand. Und es, ja, es ist alles bei 96%. Okay. Von daher schon in Ordnung. Da kann ich kaum noch verlieren. Und dann Tüdre. Und hier einfach nur das Y weglegen ist der naheliegende Zug. Hey wäre auch gegangen. Ja, beides wieder bei 97%, beides gleich gut. Und hier gab es kein Bingo und damit war ich durch und konnte hier gedeucht oder gedeicht legen. Okay. Sollte ich das auch? Ist manchmal nicht so ganz klar vorm Ende des Spiels, aber hier ist es völlig richtig. Also manchmal muss man mit dem Schlussbingo warten, aber hier kann ich nicht mehr verlieren danach. Und Megabit, schöner Zug, aber nicht das optimale Endspiel. Okay, da hatte die Engine Buchstabenpech, das war klar, hat auch interessante Züge dann dazwischen gespielt. Ich hatte wieder so meine üblichen zwei, drei Fehlerchen, aber keine Patzer. Gut gespielt, viele Top-Züge gefunden. Kann ich zufrieden sein mit dem 500er-Spiel. Und ich bleibe ganz, ganz okay dran an der Engine, würde ich sagen, vom Spielstand. Ich habe eine Chance, ich werde nicht abgeschlachtet, zumindest bisher nicht. Wir werden sehen, wie es in Spiel 14 läuft.